Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Alfred Brehm. Bachida, die junge Löwin. Wir ließen die Löwin frei umherlaufen. Sie durchstreifte nach Belieben Haus und Hof, Kammern und Speicher, Stallungen und Schuppen. Sie ging in den Garten, bestieg zuweilen die niedrigen, platten Dächer der untergeordneten Räume unseres Hauswesens und benahm sich bald mit großer Sicherheit. Als sich die Zahl meiner zahmen Tiere nach und nach vermehrte, bekam Bachida Gelegenheit, sich unter ihnen nach Herzenslust zu vergnügen. Es war dies keineswegs Böswilligkeit von ihrer Seite, sondern bloß eine unbegrenzte Lust, die anderen Geschöpfe zu necken und zu foppen. Zu den Antilopen, die wir hin und wieder bekamen, aber immer nur kurze Zeit am Leben erhielten, durfte sie allerdings nicht gelassen werden, weil diese Tiere bei ihrem Erscheinen verzweiflungsvoll gegen die Wände rannten und sich selbst so beschädigten, dass sie zugrunde gingen. Dagegen waren die Affen und Raubvögel die beständige Zielscheibe ihres Übermuts. Bachida fand in einem alten Pavian einen würdigen Gegner, jedoch nur, wenn sie besonders zudringlich wurde. Auch er erzitterte bei ihrem Erscheinen und verzog das Maul auf grauenvolle Weise, griff sie aber, wenn sie sich näherte, ohne weiteres mutvoll mit seinen Händen an und rieb ihr die Ohren um den Kopf, dass ihr Hören und Sehen verging. Mit der Zeit jedoch wurde die Löwin so stark, dass der Pavian ihrer nicht mehr Herr werden konnte.